Frau Weinrichter. Ja. Darf ich Sie ganz kurz interviewen? Marbacher TV. Sehr gerne. Das war ein großes Vergnügen. Stellen wir uns da vor der Karte ein wenig. Zu dir hin, also ich soll ich hinsetzen oder so? Ich strecke mal die Hand aus, bitte. Ja. Nein, oben mit meinem Fuß. Ich bin aufgestanden. Ah. Das ist die Kamera mit der linken. Ah, okay. Okay. Also ich stehe jetzt. Passt. Mein Kopf ist ungefähr Brusthöhe bei dir. Okay. Mein Assistent steht in deiner Linken. Aha. Stefan. Linken. Hallo. Okay, hallo. Sonst geht nicht die Kamera halten. Danke. Okay. Zur Erklärung. Ich habe eine Kamera. Okay. Vor mir. So, ich bin ja nicht bei du sein, oder? Na klar. Okay. Eine Kamera, die hast du gerade in der Hand gehabt. Ja. Und eine ist auf der Rückenlehne montiert vom Stuhl. Okay. Die schaut auf dein Gesicht jetzt. Cool. Sehr gut. Und es wäre super cool, wenn wir uns da 2 Meter zurückstellen, damit wir das Plakat in dem Bild haben. Ja, also einfach so von mir aus gesehen nach hinten gehen. Vorsicht, ein bisschen nach rechts und nochmal. Danke, stopp. Stopp und jetzt zu mir. Ja, okay, bitte. Sollen die anderen leise sein oder geht das so? Das geht schon, glaube ich. Okay, das geht schon. Es wird jetzt so sein, mein Assistent wird jetzt immer dieses Aufnahmegerät zwischen uns hin und her tun. Also okay. Wenn du antwortest, kurz warten. Bis ich, wenn ich was sage. Er soll mir einfach antupfen oder so, wenn okay, du da genau, ist, mir einfach auf den Arm oder so. Wir sind hier am Schwarzenbergplatz bei einer Demonstration. Ich spreche mit Monika Weinrichter. Hallo. Worum geht's hier? Hier geht es uns darum, dass die neuen Elektro-City-Busse für uns überhaupt nicht mehr hörbar sind.